Achtung, Warnung, Timer gestartet, 364 Tage. Ich glaube, ich war hier sogar schon mal in der Original-Community, frag mich aber nicht, wie ich da hingekommen bin und schaut mal, was das hier für eine kranke Schaltung ist. Ganz kurz wollte ich nochmal ansprechen, dass wir am Samstag um 7.30 Uhr, also den kommenden Samstag, streamen, ich und Craig Gomme. Wir werden unter anderem Plots wieder bewerten und auf den Bauserver von meinem zukünftigen Server gehen. Und da könnt ihr ein bisschen mitentscheiden, so ein bisschen die Lobby und die Community, die da gebaut wird, könnt ihr alles mitentscheiden im Stream. Und es wird, denke ich mal, ziemlich lustig für die Frühaufsteher und ich freue mich auf jeden, der dabei ist. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Hallöch, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und ja, wir sind mal wieder nach langer Zeit in der Community. Und ich habe ja schon öfters so Secrets vorgestellt in der Community. Und ich habe gedacht, das wird so ein bisschen langweilig mit der Zeit. Deswegen habe ich mir jetzt 5 Lost Places ausgesucht hier in der Community. Also, die es hier halt schon immer gibt, so. Weil ihr kennt bestimmt solche Videos, wo so Lost Places gezeigt werden. Also, für die, die es nicht kennen, das sind halt so verlassene Orte. Zum Beispiel irgendwelche alten Häuser in irgendeinem Wald oder, keine Ahnung, irgendwelche alten Villen oder so. Und da es sowas in der Community auch schon gibt und weil mir das halt schon immer aufgefallen ist. Ja, da würde ich sagen, schwingen wir uns doch mal in die Singleplayer-Welt. So, ich habe das hier ein bisschen bearbeitet quasi, also diesen quasi die TP-Knöpfe, dazu kommen wir aber gleich. Ich verlinke euch am Ende mal ein Video, wie ihr die Community downloaden könnt. Dazu habe ich nämlich ein Video gemacht, weil mir wahrscheinlich werden mich nach dem Video eh wieder 1000 Leute fragen, wo ich die Community gedownloadet habe. Also das ist wirklich die aktuellste Community. Und da würde ich sagen, fangen wir mal mit dem ersten an. So, da klingen wir ja drauf und ihr seht, ja, jetzt seht ihr mein Ingame, aber egal. So, wir sind jetzt ja hier oben und das ist wirklich schon ziemlich komisch schon mal. Also, wir sehen hier, herzlichste Grüße von Julnico. Okay, also wie gesagt, ich kenne halt diese ganzen Dinger der Geschichte, aber sie sind auf jeden Fall da. Wir befinden uns hier nämlich, könnt ihr mal raten, aber wir befinden uns hier auf dem Dach vom Eggomme tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, ob man es sofort gemerkt hat, aber ja, hier steht dann noch RIP Ronald McGomme und hier halt so ein Grab und hier ist ja Licht, also wahrscheinlich soll das so hier das Grab sein. Ich liebe es aber so immer so spekulieren, was das sein könnte. Hier geht's by the way nur auf die andere Seite von dem Dach, aber hier gibt's irgendwie auch nicht mehr. Ich würde sagen, wir hauen uns dennoch auf Platz 2, beziehungsweise sind nicht nach Plätzen platziert, aber ihr seht, wir wird erstmal hier in die irgendwo hin teleportiert. Aber wenn ich jetzt hier den Schnee aufbrecht, dann seht ihr, hier ist einfach so ein, ja, so ein Konstrukt und ich vermute mal, dass das hier das alte Freudenhaus war von gommad.net, also von der Community, weil halt hier alles ziemlich pink und so gehalten ist. Ich kann ja mal hier so ein bisschen was aufbrechen. Man sieht hier noch ein ganz kleines bisschen den Raum. Also wenn ihr euch da auskennt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, was es hier auf sich hat. Ich wollte mich aber nochmal fett bedanken bei den ganzen Leuten, die sich bei Google Plus registriert haben und quasi in diese Google Plus Gruppe beigetreten sind. Das hat mich und Craig immer natürlich sehr gefreut. Wir würden uns auch über weitere Mitglieder freuen. Also wie gesagt, in der Videobeschreibung ist der Link und ich habe auch hier ein paar Bilder jetzt eingestellt. Ich muss sagen, es waren jetzt nicht so nice Bilder so dabei, aber ich denke mal, das geht schon so in die richtige Richtung. Und ja, da gehen wir mal zu Platz 3. So, okay. Dann sehen wir hier, ja, wir sind in der Team Lounge, aber, beziehungsweise hier in dem Mac, ne, warte, wie heißt das? Air Sky Lounge, so. Und wenn wir jetzt hier diese Wand aufbrechen, dann sehen wir einfach noch einen Teil von der Küche so. Und es war damals nämlich hier noch offen und dann hat man das halt hier noch so gesehen. Man kann leider nicht den Drohneninhalt mit kopieren, aber ja. Aber das ist halt einfach auch so ein richtig typisch verlassener Ort, finde ich. Und ja, das ist halt einfach richtig cool, finde ich so. Und ich weiß ja nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das hier ist ja ein bisschen anderer Skin als mein normaler Skin. Und ich werde euch jetzt mal links und rechts die zwei Skins einblenden, ne? Und zwar ist links der alte und rechts quasi der neue. Der neue ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Und ich weiß jetzt halt nicht, welchen Skin ich nehmen soll und welchen ihr jetzt besser findet. So, also schöner halt oder keine Ahnung, der halt cooler aussieht und deswegen mache ich jetzt oben rechts eine Abstimmung, wo ihr einfach abstimmen könnt, entweder alt, neu oder fällt mir nicht auf, weil, keine Ahnung, manchen fällt es gar nicht auf. Ich habe da so einen Test gefragt, der dann so, hä, da ist doch gar kein Unterschied. Es sind halt nur Farben und ein paar Dinger, die hier verändert wurden, aber ja, bitte einfach dann ehrlich beantworten. Kommen wir zum 5. Lost Places.
So, ja, da sind wir hier erstmal wieder in einem mysteriösen Raum, so wie immer. Und ja, ich will sagen, wir gehen hier einfach mal die Treppen runter. Das hat auch schon wieder sowas von einem Bunker und ja, so würde ich sagen, wir bauen uns hier mal weiter runter, denn tada, ihr seht, man kommt aber weiter. Und hier ist einfach nochmal so ein alter Überbleibsel vom McGommer. Also vermute ich mal, oder es war mal das Büro von Gommer. Wie gesagt, die alten Hasen von euch müssten das eigentlich noch wissen, ne? Beziehungsweise die könnt ihr mal in die Kommentare hauen. Ups, Leute, ich glaube, ich habe vergessen hier die Nummer 4. Genau. Ich habe einfach eins übersprungen. Ey, das haben wahrscheinlich jetzt tausende in die Kommentare gehauen. Egal. Auf jeden Fall, ja, sind wir hier nochmal in einem versteckten Raum. Aber das ist ja jetzt nicht nur so ein Hohlraum, denn wenn wir mal hier, wir können ja dieses Feuer ausmachen. Hochgehen sehen wir. Achtung, Warnung, Timer gestartet. 364 Tage. Ich glaube, ich war hier sogar schon mal in der Original-Community. Fragt mich aber nicht, wie ich da hingekommen bin. Und schaut mal, was das hier für eine kranke Schaltung ist. Wir können ja mal den Hebel umlegen, ne? Und oh shit, es passiert nichts. Und wenn wir hier weiter hochgehen und dem Gang hier folgen, sehen wir einfach noch so richtig viel Schilder. Hier steht zum Beispiel: Danke für das Lob, Matti. Du bist der Beste. Sowas liest man echt gerne. Das hier bleibt dann Raum dafür. Der schöne Raum auf jeden Fall. Ach ja, also die E oben links immer die Chords. Also, hier war das quasi, ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich mehr wieder solche Videos bringen soll. Und wie gesagt, das Tutorial werde ich am Ende verlinken, ne? Und ihr könnt auch diese ganzen Orte selber mal erkundschaften oder mir auch Lost Places einsenden, ne? Wobei ich nicht weiß, ob es jetzt noch einen zweiten Teil gibt, wenn es euch gefallen hat, da es, ne, jetzt nicht mehr so viele gibt. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!